Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Gemeinsam machen wir jetzt die Story weiter. Wir machen hier weiter der Raubvogel und der Dämon. Wir wollen den Befehlshaber, finde die Ordensmitglieder, die sich in Nadine, der Befehlshaber, treffen. Wir haben ja einige Stränge schon abgearbeitet. Und jetzt folgen wir den Hinweisen weiterhin. Okay, dann wollen wir mal das lokalisieren. Nadine, der Befehlshaber. Bling. Da müssen wir hin. Oh, das ist eine kleine Bastion. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier. Oha, das war nicht so gut. Ah. Oh, nice. Ja. Was ist hier? Untertauchen. Na, mit dem Parcours, das haut er jetzt nicht so gut hin. Na komm. Er will aber heute gar nicht das machen, was ich will. Wieso klappt das denn nicht? Komm doch, Mann! Ja, manchmal ist es ganz schön fummelig. Das muss ich zugeben. Okay, Taschendiebstahl. So, finde die Ordensmitglieder. Zeige mir alles. Okay, so ein bisschen können wir schon abschätzen. Ja. Ich hoffe, ja, das Einfach geht. weitermachen. Das geht. Das geht. Leih mir deine Augen. Ja, da haben wir ein bisschen was zu sneaken. Hier ist ein bisschen mehr los. Okay. Das geht nicht. Oha, das wäre es ja schon gewesen. Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privatraum an. Das ist doch was, oder? Okay. Okay, der kriegt ja gar nichts mit. Das finde ich ganz okay. Okay, das finde ich ganz okay. Okay, Lilly. So. Aha, da müssen wir hin. Da unten. Okay. Zurück. Ja, ich gehe lieber zurück. Was war das? Augenblick. Augenblick. Naja. Gut, 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 gut. Da müssen wir rein. Haben wir den Schlüssel? Den haben wir noch gar nicht, ne? Nicht genug, dass Sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel.
Den habe ich schon. Ach, den habe ich schon. Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige Elmer Dichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Doan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Doan kommt nie zu spät. Okay. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens Elmar Dichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Okay, okay, okay. Spannung ist ja immer wieder da, ne? Oh, Scheiße! Wieso geht die Tür nicht auf? Was ist da los? Warum kann ich die Tür denn nicht auf? Doch, das ist ja... Was ist denn hier los? Okay, okay, okay. Ach, das geht jetzt nicht. Oh, mittendurch. Ja, das war ja... Das war ja nichts. Ja, jeder spielt das anders. Fall geschlossen. Ich bin einfach mittendurch. Einfach mittendrin statt nur dabei. Oha. Es ist ja, es ist noch nicht vorbei. Komme ich hier rüber? Ich glaube schon. Nee, über den Haken hier. Ja. Sperrgebiet. Ich sollte zurück zu Fulat. Ah, die Musik gefällt mir immer gut. Dieses Treibende, das hat echt was. Okay, das war wieder nicht so schön. Da ist so ein Marktschreier, aber das ist mir immer zu teuer. Dann reiße ich doch lieber hier die Steckbriefe ab. Kehre zu Fuldan zurück. So, okay. Dann kehren wir mal zu ihm zurück. Ja, den Schlüssel, den hatte ich schon. Ob ich das bei meinem Solo-Gestreife Ning durch die Welt gefunden habe? Tja. Also das war jetzt für mich jetzt ganz cool. Für euch vielleicht nicht so, dass ihr das sehen konntet, wo ich den Schlüssel herkriege. Ja, es ist ein Drama. So.
Ah, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Also, glaube ich doch jedenfalls. Oh, was zu essen. Das ist gut. Gut. Okay, weiter geht's in der Story. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasalle im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Okay. Der Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Okay, jetzt ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Okay. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ja. So, jetzt haben wir, hoffentlich kriegen wir Erfahrungspunkte. Fertigkeiten. Gefallenmünze der Macht, das ist immer ganz gut. Aufrüsten. Ah, Elixier, Rauchbombe. Ja, Rauchbombe ist der absolute Burner. Ohne Rauchbombe gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Okay. Aber ich habe noch keine neue Geschichte freigeschaltet. Ja. Auftragstafel. Na komm. Okay. Der Kalif heißt euch in der Stadt Bagdad willkommen. Sucht den Bazar und kostet. So, jetzt haben wir wieder neue Mission aufgetan. Und ja, das haben wir gemacht. Das sind die nächsten Hinweise. Al-Rukur und Al-Eshma. Eshma. Und das führt uns zum Kriegsfürst, zu dem Anführer. Tja,
Töte den Anführer, töte... Ja, was wollen wir zuerst machen? Den Strategen, zack. Okay, da oder da, wie man einen Dämon fängt. Hafenlager, Vogelfalle. Obwohl, das ist ja eigentlich dicht dabei. Aha, da springt er schon direkt drauf zu. Ja, machen wir das noch zusammen? Oder machen wir es in der nächsten Folge? Tja. Ach, erstmal nach Hinweisen suchen. Okay. Freundliche Worte gegenüber den Sklaven, die ihre Herren und Pflichten verraten haben. Die Spitzel nehmen Berichte über jene entgegen, die das Kalifat und das System, das uns schützt, mit Füßen treten. So, Dele. In den Straßen von Bagdad. Ah, jetzt gibt es einen Sonnenaufgang. Okay, mal sehen, ob der wieder abgeschossen wird. Ja, wird er. Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Admiral Nadir. Wo kommen wir hier hoch? Da kommen wir hoch. Da kommen wir durch. Und das werden wir auch tun. Und jetzt probieren wir mal unseren Doppelkill aus. Eins, zwei, zack. Ach, scheiße, Mann! Naja, gut, die sind hier alleine. So ist das irgendwie nicht so ein Problem. Naja, von wegen. Das ist jetzt wieder die Holzfäller-Methode. Oh, wunderbar. Okay. So gesehen haben wir das auch alles richtig gemacht. Man hätte auch wieder... Okay, hier ist wieder was los. 1, 2, 3. Hier. Jetzt habt ihr das mal gesehen, den Einsatz von der Spezialfähigkeit, die wir mal haben mit R3. Suche im Hafen nach Hinweisen. R3. Egal, wir machen erst den Dicken. Ja, hörst du? Was ist denn jetzt für mich? Gut aufgepasst. Bleib geduldig. Verstanden? So, okay. Okay. Stück für Stück räumen wir das Feld von hinten auf. Weise mir den Weg.
So viele sind ja gar nicht mehr da. Man hätte auch die anderen anheuern können, die da draußen vor der Tür stehen. Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Ja, wir haben ja schon das meiste geschafft hier. Okay, jetzt geht's da weiter. Die Chancen, dass ich es schaffe, wach zu bleiben, stehen schlecht. Warum sind wir nicht am Zug postiert? Was war das? Hey, was? Oh. Gleich verstummst du! Ja. Hilfsmittel. Ja, ich glaube, ich muss sie alle platt machen. Es nützt ja nichts, es nützt ja nichts. Blasrohr vielleicht. Blasrohr. Gute Nacht. Gute Nacht. Moment! Jetzt stirbst du! Das vergnügt der Ganzheit! Du bist nicht entkommen! Das war Parade. Das war die Parade. Da geht's weiter, da ist ein Hinweis. Hier geht's weiter. Na? Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Okay, ein kleiner Hinweis. Stück für Stück. Schade, dass ich nur einen Balken habe hier. Aber ich kann mein Doppelattentat kann ich machen. Mein Doppelattentat kann ich machen. Okay, aber dafür ist mein Gesuchtstatus jetzt ziemlich am Maximum. Was ist das für einer? Ist das ein... Lass deinen Blick schweifen. Das ist einer, ja. Das sind die Söldner. So, was haben wir hier noch für Hinweise? Da ist irgendwas. Schön einsammeln, Käfig öffnen, untersuchen. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet, am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Lieferung-Hinweis. Lieferung, welche die Inquisition... Scheiße, ich kann mich jetzt nicht auf den Text konzentrieren. Rauchbombe. Okay, yes.
Gesetz verlangt deine Hinrichtung! Erbarmungsloser Meuchler! Scheiße! Er verängstigtes Kind! Mann, die sind aber auch zäh, mein Gott. Und Paraden funktioniert gar nicht. Nein! Nein! Oh! Ich hoffe, er hat das gespeichert. Okay. Oh, mein Gott, ist das nervig. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Okay, jetzt einfach nur abhauen. Einfach nur abhauen. Aber das wurmt mich ja, dass der mich so fertig gemacht hat. Dass die auch immun sind gegen Paraden, jeglicher Parade, das ist ja echt zum Kotzen. Noch was? Nee, er ist hier. Er sitzt da. Und lässt sich nicht. Mord! Hier ist ein Mörder! Okay, das auch noch. Okay. Jetzt ist der gar nicht mehr da. Das ist ja nett. Oh doch, da hinten ist noch einer. Ja, schleichen und verbergen, sagst du. Mein Gott. Ah, ja, so ist das. Es ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Okay. Ich mach mir. Hey, halt! Bekannt vor. Scheiße, schnell weg hier. Da ist was. 38 Meter. Du bist erledigt. Mein Gott, wo ist denn hier der Steckbrief? لكن ابن اسحاق زجرني
Wo ist der Steckbrief? 10 Meter. Alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Ich reiß dir die Gedärme raus. Weiter so. Schlag ihn bitte. Ja, schöner Treffer. Halt! Verflucht! Jetzt habe ich ihn quasi als Ausgleich, als Wiedergutmachung. Wurfmesser habe ich auch wieder gekriegt. Elixier habe, mein Gott. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich auch den Status verloren. Okay, vielleicht macht das manchmal Sinn einfach. Gehe zu Admiral Nadirs Lager. Okay, das ist das nächste Thema. Das ist da ganz im Süden, sag ich mal, wie man einen Dämon fängt. Das machen wir aber jetzt nicht dieses Mal, sondern nächstes Mal. Naja, vielleicht war es ja trotzdem interessant für euch und wie man an die Sache rangeht, unterschiedlichsterweise. Und wenn man nicht aufpasst, dann stirbt man auch mal. Ja, das kannst du haben. Na gut, okay, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne, dann machen wir mal hier einen schönen Screenshot. Zack. Okay, und dann sage ich in Hamburg, sag mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächstes Mal geht's weiter, wie man einen Dämon fängt. Und dieses Mal haben wir auch wieder ein Stück zusammen geschafft in der Hauptstory. Die Ordensmitglieder ausfindig machen und eliminieren. Es ist und bleibt spannend. Mirage macht immer noch Spaß. Alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Reliok in Hamburg sagt man tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.